Jeder iPhone-Nutzer hat mindestens schon einmal im Leben über Akkuprobleme geklagt. Wir zeigen euch Tipps, um euren Akkuverbrauch zu schonen. Dafür müsst ihr meist nichts weiter tun, als bestimmte Funktionen zu deaktivieren. Es ist hilfreich, den Flugmodus eures iPhones einzuschalten, um den Akkuverbrauch zu senken. Dies erledigt ihr über das Kontrollzentrum. Auch Funktionen wie Systemdienste solltet ihr besser deaktivieren. Die Ortungsdienste stellen wir natürlich aus, um GPS zu sparen. Dann deaktivieren wir den Parallax-Effekt, heißt das sich bewegte Hintergrundbild. Und zu guter Letzt stellen wir noch die Bildschirmsperre ein, damit das Display nicht für immer anbleibt. Seit dem 6S können die neueren iPhones eine Funktion namens bei Anheben aktivieren. Heißt, sobald ihr euer Handy vom Tisch hebt, geht das Display an. Deaktiviert diesen Punkt in den Einstellungen. Ihr verlängert eure Akkulaufzeit, wenn ihr eure mobilen Übertragungsraten verringert und 3G ausschaltet. Stattdessen aktiviert ihr das 2G-Netz und schont so euren Akku. Dadurch wird eure Datenübertragung jedoch langsamer. Dieser Punkt spricht auch für sich selber. Je heller ihr euren Bildschirm eingeschaltet habt, desto mehr Akku wird verbraucht. Um euren Akkuverbrauch langfristig zu senken, solltet ihr euren Akku mit iOS-Bordmittel verwalten und darüber die Akkulaufzeit optimieren. So könnt ihr auf euer individuelles Nutzungsverhalten eingehen und herausfinden, wie ihr am besten Akku spart. Manche Apps sind richtige Akkufresser und verbrauchen mehr Strom als andere. Facebook, Twitter, Google Maps, all diese Apps arbeiten im Hintergrund und senden Benachrichtigungen oder GPS-Daten. Kleiner Tipp, schaltet die Prozentanzeige an, um die Batterie besser einschätzen zu können. Es ist ein Gerücht im Umlauf, dass es euren Akku schont, wenn ihr Apps schließt oder Benachrichtigungen für einzelne Apps deaktiviert. Das ist falsch, es schadet eurem Akku zwar nicht, aber es bringt auch keinen Vorteil, wenn ihr euren Akkuverbrauch senken wollt. Falls euer Akku trotz dieser Tipps schwach sein sollte und ihr zu diesem Zeitpunkt unterwegs seid, lohnt es sich, eine Powerbank dabei zu haben. So könnt ihr euer iPhone aufladen, ohne eine Steckdose in der Nähe zu suchen. Alternativ zu Powerbanks eignen sich auch Akkuhüllen oder das kabellose Aufladen via Wireless Chargen. Falls ihr ein iPhone 6S besitzt und über Akkuprobleme klagt, solltet ihr zum Beispiel die Funktion Hey Siri deaktivieren. Mit dem Programm iBackupBot könnt ihr eure Ladezyklen auslesen und überwachen. Für das kostenlose Programm braucht ihr aber einen Computer. Durch das Programm erhaltet ihr Informationen über euren Akku und könnt mithilfe dieser Daten euer Nutzungsverhalten anpassen.